Es ist noch gar nicht so lange her, da spielte Tyrese Haliburton wie ein MVP-Kandidat, da lag ihm gefühlt die ganze NBA-Welt zu Füßen. Es war nicht unbedingt eine große Breakout-Saison, aber es war die Saison, in der endlich jeder erkannte und darüber sprach, was für ein Star dieser junge Mann jetzt schon ist. Seine Stats waren geisteskrank, er führte die NBA bei den Assists an, sorgte für ein lächerliches Highlight nach dem anderen. Seit mittlerweile einer ganzen Weile schon läuft es allerdings nicht mehr ganz so rund für Harley, seine Stats sind runter, sowohl das Volumen als auch die Quote, er wirkt weniger dominant, ist seit einigen Wochen jetzt schon nicht mehr der Spieler, der die Pacers zur besten Offense der NBA machte. In den letzten 15 Spielen hat man in Anführungszeichen nur noch das 7. beste O-Rating der NBA, davor stand man auf Platz 1 und wie gesagt, alle Advanced Stats sind deutlich runter bei ihm individuell, sowohl sein Offensive Rating als auch True-Shooting, Dreierquote und so weiter. Ich meine, es war irgendwo klar, dass er diesen absurden November mit einem 142er Offensivrating und 69% Shooting nicht dauerhaft halten könnte, aber dieses automatische Double-Double jeden Abend sehen wir jetzt auch nicht mehr. Seit Ende Januar legt er nur noch 15 Punkte und 9 Assists pro Spiel auf, davor waren es 24 und 13, neulich gegen die Pelicans kam er in 23 Minuten Einsatzzeit gerade mal auf 0 Punkte und 3 Assists und war minus 40 in seiner Zeit auf dem Parkett, das ist rough. Also was ist los bei Tyrese Haliburton, warum struggelt er und waren wir vielleicht etwas zu vorschnell, ihn als Star zu bezeichnen? An der Stelle der kurze Hinweis, seit Freitag könnt ihr euch für unsere New York Christmas Community Reise anmelden. Wir fliegen zu 20. vom 29.11. bis 6.12.2024 in den Big Apple und wollen dort das komplette Christmas Feeling mitnehmen mit allem was dazugehört. Wie gewohnt kümmern Tommy und ich uns um die komplette Planung und Organisation, wir führen tägliche Touren durch und zeigen euch alle wichtigen Sightseeing-Spots und die besten Food-Spots der Stadt. Erst vor ein paar Wochen waren wir mit einer großen Gruppe in New York und es war eine legendäre Woche voller schöner Erlebnisse. Leider können wir nicht auf den NBA-Spielplan warten, da dieser erst Ende August kommt und wenn wir erst dann gebucht hätten, wäre es a. viel zu teuer geworden und b. ist es schwierig für euch im August noch Urlaub für den Dezember zu kriegen. Bei zwei Teams direkt in New York und außerdem Washington Philadelphia direkt um die Ecke werden wir aber mit Sicherheit auch NBA sehen. Alle Infos findet ihr auf der Webseite, dort könnt ihr euch dann auch anmelden, den Link habe ich euch mal unten in die Videobeschreibung und den angepinnten Kommentar gepackt. Aber kommen wir zu Haliburton und natürlich müssen wir bei der Suche nach den Gründen seines Struggles mit der Verletzung anfangen, die sich der 24-Jährige im Januar zugezogen hatte. Eine Oberschenkelverletzung setzt ihn im Januar für einige Wochen außer Gefecht und seitdem ist er nicht ganz der gleiche. Ich weiß nicht, inwiefern genau diese Verletzung am Oberschenkel ihn daran hindert, effizienter Dreier zu werfen und den Korb zu attackieren, ich bin mir aber sicher, in irgendeiner Weise wird sie das schon tun. Ich meine, er war nie der exklusivste Athlet und furioseste Dunker, aber selbst bei Dingen wie seiner Wendigkeit und Mobilität sieht er immer noch nicht wieder komplett wie bei 100% aus. Grund Nummer 2, Haliburton befindet sich gerade in der heftigsten Shooting-Cold-Streak seiner gesamten Karriere und so etwas kommt vor. Es gibt kaum einen besseren und vor allem konstanteren Schützen in der NBA, seine gesamte Karriere befindet er sich immer zwischen 40 und 42% von Downtown und da war er auch, bevor nichts mehr so richtig fallen wollte. Solche Phasen kommen und gehen, mal schlimmer, mal weniger schlimm, mal gut, mal schlecht und aktuell läuft es halt gar nicht, aber das wird nicht für immer anhalten, das ist sicher. Irgendwann wird er sich wieder dort einpendeln, wo er immer war und wie gewohnt die Lichter ausschießen. Was wir bei der ganzen Geschichte hier aber auch nicht vergessen dürfen, ist, dass die Pacers zur Trade Deadline einiges an Moves gemacht haben. Buddy Hield ist weg, Bruce Brown ist weg, Abgänge, die nicht so leicht zu verschmerzen sind und dann hat man eben auch einen High-Usage-Spieler in Pascal Siakam neu reingeholt, an den man sich erst einmal gewöhnen muss. Das kommt halt auch noch mit dazu, stell dir vor, du bist nicht bei 100% körperlich, dein Wurf wackelt gerade etwas und du musst dich von einem Tag an den anderen an neue Kollegen gewöhnen und mit dem Zusammenspielen in einer etwas veränderten Offensive, so etwas kann bei einem jungen Spieler, der große Lasten zu schultern hat, schon mal was ausmachen. Diese Faktoren sind eben nicht zu vernachlässigen, aber Tyrese Haliburton ist natürlich auch kein perfekter Spieler. Er ist jung, er ist noch nicht lange der Dreh- und Angelpunkt einer NBA-Offense und wenn er von Fans und Medien mehr Aufmerksamkeit bekommt, dann natürlich entsprechend auch von gegnerischen Defenses. Man kann nämlich mehr und mehr beobachten, dass Defenses sich mehr Gedanken machen, wie sie ihn verteidigen sollen, dass sich der ganze Scouting-Report des Gegners auf ihn konzentriert. Das ist komplett neu für ihn, aber so ist das eben. Es wird von Gegnern nichts unversucht gelassen, NBA-Defenses suchen gerade zu entschlüsseln, wie man Haliburton eindämmen kann und Ideen dafür gibt's genug. Es ist ganz normal, dass er dann anfängliche Probleme damit hat, dass er Zeit braucht, um zu lernen und selber zu entschlüsseln, wie er wiederum effektiv antworten kann und trotzdem so dominant bleibt.
Man sah erstmals im In-Season-Tournament-Finale, dass eine gegnerische Defense ihm das Leben wirklich schwer machen konnte, als die Lakers immer wieder aggressive High-Hedge und sogar teilweise Trap-Defense spielten. Helly wirkte damit ziemlich überfordert. Immer wieder kam der Ballscreen und LA ging aggressiv mit zwei Männern auf ihn drauf, übte Druck aus, versuchte die Passing-Windows so klein wie möglich zu machen, ihm die Sicht zu versperren und dann eben in der hinteren Kette alles abzufangen, was von Halliburton an Pässen kommen sollte. Das führte dann zu entweder Ballverlusten oder dass kein echter Vorteil für Indiana durch diese Halliburton Pick-and-Rolls kreiert wurde, beides ein großer Win für die Defense. Und mittlerweile implementieren mehr und mehr Teams diese Taktik in ihre defensiven Gameplans, sie blitzen das Pick-and-Roll und versuchen Virgo zu sehen, die offensichtlichen Pässe wegzunehmen. Halliburton wirkt dabei gerne mal etwas zu langsam, als wären die Antworten noch nicht komplett automatisch drin, aber wie sollen sie das auch sein, hier muss sofort der Pass zwischen den beiden Defendern hindurchkommen eigentlich. Was er auch gerne macht, ist schon abzuspringen, bevor er weiß, wohin der Pass soll, so machst du dich halt super anfällig. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, dass es immer noch die Aufgabe des gesamten Teams ist. Jeder muss wissen, wie genau man reagiert, die Coaches müssen Antworten parat haben, oft sind auch einfach nicht wirklich Anspielstationen da. Das wird alles kommen, mit mehr Spielpraxis und mehr Reps, das ist ein Prozess, durch den jeder junge Pick-and-Roll-Creator durch muss und wenn du eben nicht auf den Namen Luka Doncic hörst, dann brauchst du halt etwas Gewöhnungszeit. Fakt ist aber, wir werden das mehr sehen, und zwar so lange, bis er und die Pacers Antworten haben, Stand heute sind sie leider noch ein ganzes Stückchen davon entfernt. Ich erwarte außerdem, dass Teams, die nicht ganz so risikofreudig sind, das mit jeder Menge High-Drop-Defense gerade in den Playoffs probieren werden, ein gutes Beispiel hier sind die Celtics. Dafür brauchst du einen guten Point-of-Attack-Defender, der sich hervorragend am Screens herumkämpfen kann und einen Big, der sich auch weiter weg vom Korb wohlfühlt. Wir sehen es mit Horford hier, er ist nicht auf dem Level des Screens, steht aber auch nicht am Zonenrand, wenn Halliburton werfen will, dann soll er das von deutlich hinter der Dreierlinie tun. So macht man ihm den Wurf schwer und lockt ihn in Richtung Korb, ohne ihm den Weg dorthin allerdings komplett offen zu lassen, der Erfolg war klar erkennbar. Ich denke viele Teams werden das noch ausprobieren, Deep Drop kannst du halt vergessen gegen Halliburton, also könnte High Drop eine ganz spannende Antwort sein, auf die es allerdings natürlich auch Antworten gibt. Das ist ganz wichtig, Halliburton hat auf alles Antworten zur Verfügung, er muss nur besser darin werden, diese schnell und fehlerfrei zu finden. Interessant fand ich aber auch, was die Dallas Mavericks beispielsweise gemacht haben, diese switchen ihre Ballskills immer wieder und ließen einen Big an den Point Guard ranwechseln. Das kann sicherlich auch schief gehen, aber Halliburton ist kein SGA, Steph oder Luca, das sind keine quasi automatischen Punkte, Bigs können dem 1 gegen 1 dagegenhalten, sie sind nicht zwangsweise Barbecue Chicken. Hier, Dwight Powell ist wahrlich kein guter On-Ball-ISO-Defender, Halliburton kann ihn nicht schlagen. Gerade bei so 1 gegen 1 Duellen und damit zusammenhängenden Drives zum Korb kann Halliburton noch eine ganze Schippe draufpacken, das wird jetzt gerade deutlich, wo der Wurf nicht so richtig fällt. Sonst, wo all diese crazy Dreier ohne Ende ihren Weg ins Ziel finden, ist es alles kein Thema, aber diese aktuelle Phase zeigt, dass man wirklich mehrdimensional sein sollte. Gerade mal 23% seiner Abschlüsse kommen direkt am Rim, 47% bei den Point Guards, letztes Jahr waren es schon mal 28, aber auch das ist eigentlich noch zu wenig. Ein SGA zieht im Schnitt pro Spiel doppelt so oft zum Korb wie Halliburton, diese Lücke könnte kleiner sein. Je mehr Finishes am Korb, desto besser, so durchbrichst du Defense für Kickout-Pässe zu freien Kollegen, am Korb gibt's die effizientesten Looks im Basketball und außerdem kommst du häufiger an die Freiwurflinie, auch das tut Helly nämlich nicht genug. Mehr Kontakt kreieren, mehr Moves auf dem Weg zum Korb, am Crossover arbeiten, ein Spin-Move anarbeiten, bei Floatern sicherer werden, das sind alles keine krassen Schwächen, aber Bereiche mit Room for Improvement. Halliburton hat nach wie vor ganz klar Top-10-Spieler auf dem Planeten Erde-Potenzial, solche Phasen hat jeder Spieler mal, da kann man auch Wertvolles draus mitnehmen, Erfolg ist eben nicht immer linear oder exponentiell, manchmal wird es schwer, das ist bei jedem so. Da muss er jetzt einfach durch, das wird wieder besser und irgendwann werden wir dann auch wieder den besten Halliburton ever sehen, der an all diesen Baustellen langsam aber sicher gearbeitet hat, um dann offensiv irgendwann wirklich unaufhaltsam zu sein und das auch in den Playoffs. Checkt wie gesagt gerne unsere New York-Reise ab und sichert euch einen der Plätze. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.